Ach komm schon, mach dir doch nichts draus. So eine Note kann doch jedem passieren. Nein, kann's nicht. Ich krieg an sich einfach immer schlechte Noten und du kriegst immer gute. Und ich weiß nicht, wie du das machst. Naja, ich lerne einfach die Themen, die mir die Lehrer aufgeben. So mache ich das aber auch. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Nein, ich weiß es schon. Beim nächsten Mal kriege ich wieder eine 6. Ich bin einfach schlecht in Aufsätzen. Du, ich sollte jetzt nach Hause gehen. Meine Mama wird sowieso schon genug sauer sein, weil ich ja eine 6 habe. Und wenn ich dann auch noch zu spät komme, dann wird sie doppelt so sauer sein. Alles klar. Tschüss, bis morgen. Bis morgen. Oh Schatz, das müsste Isabel sein. Ja, ich geh öffnen. Hallo, mein Schätzchen, komm doch rein. Und wie war dein Schultag? Papa, ich habe eine 1 im Deutschaufsatz. Ich bin so stolz auf dich. Na dann sag das mal der Mama. Mama, Mama, ich habe eine 1 im Deutschaufsatz. Ach, Isabel, mein Schätzchen, das freut mich jetzt wirklich. Du kriegst ja immer so gute Noten. Danke, Mama. Komm, setz dich doch. Ich habe dir eine Jufka gemacht. Danke. Schatz, was möchtest du essen? Mir ist es eigentlich egal. Irgendetwas, was wir da haben. Okay, ich geh mal schauen. Du Schatz, hast du ein bisschen Lust, mit uns shoppen zu gehen? Oh ja, shoppen hört sich toll an. Und vielleicht kaufen wir dir auch noch ein neues Spielzeug. Du darfst dir gerne eins aussuchen. Ah, danke. Vielleicht aber auch 2. Nee, bleiben wir lieber bei 1. Oh Mann, bitte. Schatz, wirklich, du hast ja keinen Geburtstag. Ein Spielzeug am Tag ist gut. Mann, ihr seid gemein. Komm, rede du mit ihr. Hey Schatz, am liebsten würden wir dir jeden Wunsch erfüllen, aber du hast schließlich keinen Geburtstag. Und ich meine, sei doch froh, dass du wenigstens eine Sache kriegst. Manche Kinder in armen Ländern würden sich freuen, überhaupt ein Spielzeug in der Hand zu halten. Oh, stimmt, Mama, du hast so recht. Ich habe mich echt blöd verhalten. Das tut mir jetzt aber leid. Kannst du mir verzeihen? Du hast dich so süß entschuldigt, da muss ich dir verzeihen. Dankeschön. Gehen wir jetzt shoppen? Ja, klar. Lasst uns gehen. Yay, yay, yay. Eine Woche später. Mama, Papa, ich vermisse euch. Ich verstehe das nicht. Warum passiert das ausgerechnet mir? Ich habe euch doch so lieb. Und was soll ich jetzt tun? Oh Mann, was machen wir hier? Ich dachte, wir wollen shoppen gehen. Ja, keine Sorge, machen wir ja auch. Ich will nur bei Mama und Papa vorbeischauen. Warte mal, da weint ein kleines Kind. Komm mal mit. Oh, du Arme, wie ich sehe, hast du deine beiden Eltern verloren. Wie ist das denn passiert? Ich mag nicht darüber sprechen. Es ist erst vor einer Woche passiert. Und ich weiß nicht, was ich machen kann. Oh nein, wie alt bist du denn? Ich bin 6 Jahre alt. Oh je, noch so jung. Ich und meine Schwester haben auch vor ein paar Jahren unsere Eltern verloren. Aber da ich zum Glück schon über 18 bin, trage ich die Verantwortung über meine Schwester. Ihr habt ja Glück. Ich bin erst 6 Jahre alt und weiß nicht, was zu tun ist. Das tut mir aber leid. Na, hör mal zu. Wir könnten dich bei uns zu Hause aufnehmen. Würdet ihr das wirklich tun? Aber klar, das wäre uns eine Freude. Dann wären wir immerhin nicht zu zweit. Und du wärst auch nicht alleine. Okay, aber wie geht das denn? Also, ich bin ja schon über 18 und genau aus diesem Grund habe ich das Sorgerecht für euch. Verstehst du? Ja, ich weiß, wenn man über 18 ist, dann ist man schon erwachsen. Ja, kannst du laut sagen. Also, hast du Lust? Ich habe ja keine andere Möglichkeit. Ich meine, wenn ihr das nicht tut, dann bin ich ja ganz allein hier draußen. So wie ich in der letzten Woche ganz allein draußen verbracht habe. Oh, hast du etwa nichts gegessen? Doch. Ich habe immer mal wieder in Restaurants vorbeigeschaut. Und die waren so lieb und haben mir gratis Essen gegeben. Na, immerhin waren die lieb. Ja. Na, wie dem auch sei, lass uns jetzt gehen.
Okay. So, hier sind wir. Du darfst reingehen. Und wie gefällt es dir? Nichts für ungut, aber hier müffelt es ein bisschen. Also wirklich, wir können uns halt nicht um so viele Sachen kümmern. Wie gesagt, wir haben vor ein paar Jahren auch unsere Eltern verloren. Ja genau, jetzt sei mal dankbar, dass wir dich überhaupt aufgenommen haben. Ich habe doch nichts gesagt. Ich wollte nur sagen, was stimmt. Alles gut. Keine Sorge. Aber zum Glück wird sich ab heute jemand darum kümmern. Oh, wer denn? Etwa eine Putzfrau? Ja, kann man so sagen. Das ist ja schön. Wie heißt sie? Es ist ein kleines Mädchen mit rosa Haaren. Warte, was? Du meinst mich? Aber klar doch, das ist doch das Mindeste. Wenn wir schon so lieb waren und dich aufgenommen haben, dann kannst du doch wohl ein bisschen hier sauber machen. Aber ich dachte, ihr würdet mich gut behandeln. Das bin ich wirklich gemein. Ich gehe. Tu es. Nein, ich weiß ja sonst nicht, wo ich sonst hingehen kann. Komm, wir gehen weiter. Ich zeig dir das ganze Haus. Okay. Und wie gefällt dir das? Ja, ganz gemütlich. Ja, kannst schon die Wahrheit sagen. Hier muss auch ein bisschen aufgeräumt werden. Weiter geht's. Jetzt sind wir in meinem und Leas Zimmer angekommen. Hier, wie du sehen kannst, ist mein Bereich. Hier muss ich leider auch ganz oft arbeiten, deswegen besitze ich den Computer. Und Lea geht noch zur Schule. Eine Frage, gehe ich eigentlich auch zur Schule? Warst du denn überhaupt früher in der Schule? Ja, und ich hatte auch eine beste Freundin dort. Auf welcher Schule warst du denn? Na, auf der Grundschule. Gehe ich eigentlich immer noch dahin oder nicht mehr? Ich glaube nicht. Du hast ja jetzt schon Besseres zu tun. Aber ich will zur Schule. Ich habe immer so gute Noten nach Hause gebracht. Ich war wirklich gut in der Schule. Beziehungsweise ich bin gut in der Schule. Tja, solange du bei uns wohnst, gehst du halt nicht zur Schule. Was soll man da tun? Nein, aber dann sehe ich meine beste Freundin nie wieder. Na das tut mir ja leid. Aber wer weiß, vielleicht siehst du deine beste Freundin ja doch noch. Irgendwo muss sie ja sein. Und wo schlafe ich eigentlich? Hier gibt es ja nicht viel Platz, deswegen zeige ich dir mal deinen Schlafplatz. Okay. Du bist hier schlafen. Das passt dann auch perfekt. Hier hast du schon alle Sachen, die du zum Putzen brauchst. Aber hier ist es so kahl und so hässlich und so ekelhaft. Dann werde ich ja schon nach einer Woche stinken. Tja, entweder du lebst hier oder draußen auf der Straße. Okay, daneben hier. Das passt perfekt. Ich hole dir noch deine Matratze und dann kannst du sie hier gemütlich machen. Achtung! So, ich lasse dich jetzt ein bisschen allein und in einer Stunde fängst du bitte mit Putzen an. Aber es dämmert doch schon. Ich bin müde. Oh, wenn es sein muss. Aber das ist nur eine Ausnahme. Ab morgen fängst du an mit Putzen. Verstanden? Okay, super. Gute Nacht. Was soll ich tun? So kann mein Leben doch nicht weitergehen. Aber ich denke, das ist momentan der beste Ort, wo ich bleiben kann. Am nächsten Tag. Isabel, aufstehen, bring mir bitte ein Kakao, aber bitte warm. Was soll ich bringen? Guten Morgen, was soll ich nochmal genau bringen? Ein Kakao mit viel Sahne und bitte warm. Wenn du etwas falsch machst, schimpfe ich mit dir. Also reiß dich bitte zusammen. Okay, wenn ich fragen darf, wo ist Lea? Oh, das weißt du doch. Sie ist in der Schule. Und ich arbeite gerade. Das sieht aber nicht so ganz nach Arbeiten aus. Was hat dich das zu interessieren? Ja, okay. Jetzt bring mir mein Kakao. Eine Viertelstunde später. Hier, bitte sehr. Das hat ja lange gedauert. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ja, ganz okay. Darf ich dich mal was fragen? Was denn? Du hast ja gesagt, dass du schon arbeitest. Was arbeitest du eigentlich? Das hat dich nicht zu interessieren. Das Einzige, was wichtig ist, dass ich Geld verdiene. Aber das kannst du mir doch sagen. Ist doch gar nicht schlimm. Von mir aus, ich trage Zeitungen aus. Siehst du, das ist gar nicht schlimm.
Okay, jetzt bring das in die Küche. Ja, alles gut. Isabella, fang mit Saubermachen an. Oh nein, stimmt. Heute muss ich ja das Haus sauber machen. Hol ich mal die Sachen. Ich hab gar keine Lust. Ah, das geht so schwer weg. Ach, endlich fertig. Oh, aber Moment, dieses Loch, das geht leider nicht weg. Naja, ich hoffe, es ist okay. Jetzt bin ich für heute fertig. Sie kann eine 6-Jährige nicht dazu zwingen, das ganze Haus an einem Tag sauber zu machen. Ich verstehe das nicht. Jetzt liegt die da auf dem Bett. Ja, ich bin schon wach. Moment mal. Du hast mich geweckt. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nicht so laut sein. Das geht echt nicht. Hast du zumindest das ganze Haus aufgeräumt? Nicht mal hier hast du es geschafft. So, komm mit. So, warum hast du hier auch nichts aufgeräumt? Ja, das war zu viel. Wie kannst du es wagen? Komm mit. Na, wenigstens hast du es hier getan. Ich wollte heute die Küche aufräumen, morgen das Wohnzimmer und übermorgen euer Zimmer. Weil alles an einem Tag ist wirklich zu viel verlangt. Tschüss, ich gehe jetzt Zeitungen austragen. Wenn ich zurückkomme, will ich das ganze Haus blitzblank sehen. Ist das klar? Aber das ist wirklich zu viel verlangt. Ich bin 6. Für ein Kind in deinem Alter ist es definitiv nicht zu viel verlangt. Wenn das Haus nicht fertig ist, bis ich komme, da kriegst du eine Riesenstrafe. Aber... Tschüss. Was soll ich tun? Da muss ich jetzt anfangen. Viereinhalb Stunden später. Jetzt kann ich aber nicht mehr. Ich bin so müde und erschöpft. Ich habe 4,5 Stunden gearbeitet. Hallo. Wie ich sehe, ist alles schön blitzblank. Das gefällt mir richtig gut. Ich bin auch richtig erschöpft. Wie war bei dir die Schule? Langweilig wie immer. Dass du Schule cool findest, ist echt merkwürdig. Schule macht Spaß. Ganz im Gegenteil. Ich habe heute eine Klassenarbeit zurückgekriegt. Und wie ist es gelaufen? Schlecht, aber ich bin schon dran gewöhnt. Welche Note hast du? Warum willst du das wissen? Ich frag doch nur. Okay, von mir aus. Das ist aber nicht so gut. Aber das tut mir echt leid für dich. Ja, okay, cool, für mich nicht. Tschüss, ich gehe auf mein Zimmer. Ich gehe mich ausruhen. Oh, endlich fertig mit Zeitung austragen, das war so viel. Oh, insgeheim muss ich zugeben, das hat sie wirklich gut gemacht. Wow, und hier auch. Wow, und hier auch. Wie findest du das Haus? Ich weiß, das ist schön, gell? Oh ja. Isabel, aufstehen! Du hast mich geweckt. Ja und? Es ist helllichter Tag. Da kannst du nicht einfach schlafen. Ja, aber ich habe doch das ganze Haus aufgeräumt. Deswegen war ich erschöpft und wollte mich ausruhen. Tja, nee, nicht bei mir. Du musst jetzt einkaufen gehen. Los, hopp, hopp. Ich habe dir eine Liste geschrieben, was du kaufen sollst. Okay, von mir aus. Ich habe auch zu der Liste Geld hingelegt. Das nimmst du einfach mit und dann kannst du schon gehen. Okay, bis gleich. Okay, sie hat gesagt, ich brauche 2 Tomaten. Die stecke ich erstmal hier rein und danach hole ich eine Tasche. Oh Papa, was macht denn dieses kleine Kind da ganz allein? Seltsam, ich weiß es auch nicht. Welche Eltern lassen ein kleines Kind ganz alleine im Supermarkt zurück? Ich weiß es auch nicht. Dann steht auf der Liste noch Apfel. Aber welche Farbe nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme Rot. Ah, hier gibt's Taschen. Mama, warte mal. Schatz, was ist denn? Wir müssen weiter. Warte kurz. Du kannst schon weitergehen. Da ist Isabel. Deine beste Freundin, die du schon so lange nicht gesehen hast? Ja, genau die. Kann ich zu ihr gehen? Okay, ich bin beim Obststand und du kommst dann einfach her, ja? Alles klar, mach ich. Isabel!
Ich hab dich schon so lange nicht mehr gesehen. Was machst du denn hier alleine? Ich will jetzt nicht darüber reden. Was ist los? Bitte, Isabel, du musst es mir sagen. Ich bin deine beste Freundin und werde auch für immer deine beste Freundin sein, okay? Nein, nein, nein. Ich habe keine Zeit. Sonst kriege ich Ärger. Ärger? Von wem? Egal jetzt. Hä? Isabel, du sagst mir jetzt bitte, was los ist, okay? Okay, wie du willst. Meine Eltern sind vor einer Woche und einem Tag gestorben. Ach du meine Güte, was? Warum hast du mir nichts erzählt? Ja, du weißt doch, ich habe doch kein Handy. Und ich meine, die Telefonnummer ist ja auf dem Handy von meiner Mama. Aber sie ist ja gestorben. Oh mein Gott, das tut mir so leid, Isabel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Ich weiß. Und letztens kam eine Familie, als ich beim Grab stand, auf mich zu. Beziehungsweise eine Person über 18 und ein etwas jüngeres Kind. Und sie haben mich aufgenommen. Hä, wie meinst du aufgenommen? Für immer? Das heißt, du wohnst bei ihnen? Ja, genau, richtig. Ich wohne bei ihnen. Aber ich dachte, sie würden mich richtig gut behandeln. Aber genau das Gegenteil. Ich muss für sie putzen. Ich muss einkaufen gehen, wie jetzt gerade. Ich bin einfach eine Dienerin für sie. Ich würde ja gerne meine Mutter fragen, ob wir dich aufnehmen können. Also, ob du bei mir wohnen kannst. Aber ich glaube, das wird nicht viel bringen. Ich meine, wir haben ja auch nicht mal genug Platz. Du weißt ja, mit unserer kleinen Wohnung. Ist schon gut. Ich muss jetzt weiter einkaufen. Sonst kriege ich noch mehr Ärger. Du warst ja auch gar nicht in der Schule. Schicken sie dich überhaupt zur Schule? Sie haben gesagt, Schule ist unnötig. Ich darf nicht mal zur Schule. Vielleicht können wir uns ja mal treffen, wenn ich darf. Aber das bezweifle ich leider. Mach's gut. Oh nein, was soll ich tun? Ich muss das dringend Mama erzählen. Vielleicht hat sie ja eine Idee, was wir dagegen unternehmen können. Aber die Arme, die tut mir so leid. Ihre Eltern sind einfach gestorben. Oh je, Mine. Da bist du ja endlich. Wo hast du gesteckt? Na, ich war einkaufen. So lange kauft man nicht ein. Das war ja auch nicht lange. Ich glaube, du hast kein Zeitgefühl. Aber würde ich in die Schule gehen, dann hätte ich eins. Oh nee, das glaube ich kaum. Jetzt zeig mal her, was du gekauft hast. Ketchup? Ja, das stand doch auf der Liste. Was, Baguette? Ich habe Brötchen geschrieben, kein Baguette. Oh, Entschuldigung, ich kenne halt leider noch nicht alle Buchstaben. Deswegen kann ich auch noch nicht so gut lesen. Aber würde ich zur Schule gehen? Oh nee, du gehst mir auf gar keinen Fall zur Schule. Auf dein Zimmer! Jetzt sag mir mal, wie sollen wir daraus etwas essen? Hä, vielleicht könnte man, keine Ahnung, irgendwas mit Tomate und Fleisch machen. Irgendwas Leckeres halt. Nee, ganz sicher esse ich nichts mit Tomate und Fleisch. Und für was brauchen wir dieses Baguette? Das schmeckt lecker. Ich wollte ein Brötchen, verdammt nochmal. Und für was hast du Ketchup gekauft? Das passt alles nicht zusammen. Entschuldigung. Es tut mir wirklich leid. Du darfst heute nichts essen. Geh auf dein Zimmer. Oh, okay. Aber ich habe riesigen Hunger. Das ist mir egal, wenn du hier falsche Sachen kaufst. Wie gesagt, ich konnte ein paar Sachen nicht lesen. Das interessiert mich nicht. Geh auf dein Zimmer. Du kannst schlafen, was du sowieso immer tust. Okay, von mir aus. Dieses Kind. Jetzt darf ich nicht mal was essen, obwohl ich so Hunger habe. Ich dachte, ich hätte ihr was Gutes getan, dass ich für sie einkaufe. Aber nein, nichts ist gut, was ich tue. Mama, Papa, ich wünschte, ihr wärt da. Okay, Frühstück ist gemacht. Jetzt muss ich aber noch diese Flecken hier alle sauber machen. Denn wenn sie das sehen, oh, sie werden wieder so sauer sein. Diesmal geht's wieder so schwer ab. Was sind das eigentlich immer für Flecken? Warum müssen sie immer so alles dreckig machen? Endlich ist es schön sauber. Ich rufe die beiden mal zum Essen. Ihr könnt kommen! Wow, das sieht ja blitzeblank aus. Ich muss sagen, so hast du das noch nie gemacht. Danke. Ja, bitte.
Oh, und du hast sogar Frühstück gemacht. Und mir mein Nutella-Brot. Das ist ja toll. Vielen Dank. Hast du wirklich gut gemacht. Ich habe hier schon riesigen Hunger. Oh ja, danke. Habe ich gern gemacht. Wisst ihr was? Ich habe gestern beim Einkaufen meine alte Freundin getroffen. Du hast jemand getroffen? Und hast du auch mit demjenigen geredet? Ja, und ich habe ihr auch ganz viele Sachen erzählt. Was hast du ihr erzählt? Oh, ich habe Angst. Ich will es euch nicht sagen. Oh, du wirst es schon erzählen. Glaub mir. Los, sprich. Ja, ich habe ihr erzählt, dass ich bei euch gelandet bin und ihr mich wie eine Putzfrau behandelt. Wie wagst du es, so etwas über uns zu reden? Wir haben dich hier aufgenommen und haben dir sogar dein eigenes Zimmer gegeben mit deinem Bett, wo du schlafen kannst. Sonst müsstest du dein Leben lang auf der Straße verbringen. Ja, genau. Und wir kümmern uns um dich. Ja, aber wie kümmert ihr euch um mich? Ich muss doch alles aufräumen und ich habe euch sogar Essen gemacht. Das ist doch das Mindeste, was wir von dir erwarten. Du musst nicht mal Miete bezahlen, du wohnst hier kostenlos. Also kannst du wenigstens das hier machen. Aber ich möchte mich mit meiner Freundin treffen. Ich fühle mich einsam. Oh, ich verspreche dir, du triffst dich mit niemandem. Außer uns darfst du mit niemandem reden. Aber warum? Weil wir das sagen und du musst auf uns hören. Jetzt geh in dein Zimmer. Du, schau mal, wie schön die Wohnung aufgeräumt ist und wie lecker das Essen war. Auf sowas dürfen wir doch gar nicht verzichten, gell? Ja, aber früher oder später wird sie sowieso noch mit irgendjemand reden. Und was denkst du, was können wir machen? Ich weiß, was wir machen. Weißt du was? Wir können sie einfach adoptieren. Wir stellen einen Adoptionsantrag, dann adoptieren wir sie. Und so haben wir eine Putzfrau bei uns zu Hause, die das Haus so wunderschön aufräumt. Und das wird sie dann für immer machen. Wow, coole Idee. Ja, lass uns das machen. Weißt du was? Wir haben eine tolle Nachricht. Ja, ich höre zu. Darf ich mich mit meiner Freundin treffen? Nein, nein, noch besser. Wir werden dich adoptieren und dann gehörst du zu uns. Und werdet ihr nett zu mir sein? Aber natürlich, dann bist du ein Familienmitglied. Oh ja, das freut mich. Okay, mach dich fertig und dann stellen wir einen Antrag zur Adoption an. Okay, ich muss nur noch meine Haare kämmen und dann bin ich fertig. Ich gehe schnell ins Bad. Weißt du was? Heute müssen wir ganz nett zu ihr sein. Und sobald wir den Antrag gestellt haben, können wir sie so behandeln, wie wir wollen. Denn sobald wir den Antrag gestellt haben, haben wir unsere Putzfee für immer und müssen uns gar nicht mehr um das lästige Putzen kümmern. Ja, das ist so raffiniert von dir. Weißt du was? Ich weiß genau, womit wir sie glücklich machen. Lass uns, bevor wir den Antrag zur Adoption stellen, mit ihr Spaß haben. Also shoppen gehen, Eis essen, alles, was ein kleines Kind so glücklich macht. Lass uns einfach etwas Tolles davor erleben. Und danach wird sie alles mitmachen. Ja, ich denke, das ist eine gute Idee. Komm, lass uns gehen. Oh, warum sind wir denn hier? Wir haben uns gedacht, ob wir jetzt nicht vielleicht ein bisschen Spaß haben können. Und danach stellen wir den Antrag zur Adoption an. Oh, Spaß haben klingt immer toll. Das Wort Spaß vermisse ich schon seit einer Ewigkeit. Ja, dann wird es jetzt, denke ich mal, Zeit. Yay! Wow, es gibt so tolle Sachen hier. Dieser Pulli. Bekomme ich den Pulli? Ja, okay. Oh, danke, das ist so lieb. Dieser Löwe ist ja süß. We'll be right back.
Okay, fangen wir mal an. Also, bist du denn zufrieden mit der Familie? Also das ist meine Nichte und wir kennen sie schon seit vielen Jahren. Ihr geht es super gut und vorhin hat sie sogar dieses Plüschtier von mir gekriegt. Und ja, deswegen möchten wir ihr ein Zuhause schenken. Oh ja, das finde ich wirklich nett, aber ich möchte das auch noch mit der Kleinen besprechen. Und, bist du glücklich bei denen? Ja, besonders heute war es ganz toll. Aber warum besonders heute? Sind etwa die anderen Tage schlechter? Oh nein, wenn ich jetzt verrate, was sie mir immer Böses angetan haben, dann werden sie weiter ein Böses zu mir tun. Und ich möchte auch eine Familie haben. Ich sag einfach, dass alles toll ist. Also, alles ist wunderbar. Ich bin wirklich sehr glücklich. Ich bin froh, dass ich eine neue Familie gefunden habe. Okay, dann werden wir den Antrag bearbeiten und in circa 2 Tagen bekommt ihr von uns Bescheid. Alles klar. 2 Tage später. Schau ich mal, ob irgendeine Post angekommen ist. Ah, das muss der Brief vom Amt sein. Was ist das? Die Post hat den Brief vom Amt dagelassen. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Hiermit ist Ihre Adoption genehmigt. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Oh, was ist das für ein Brief? Ab heute gehörst du offiziell zur Familie. Oh, das freut mich sehr. Okay, ist ja schon gut. Okay, los, kümmere dich um die Wäsche. Hä? Was für eine Wäsche? Ja, unsere Wäsche, damit wir saubere Kleidung haben. Das ist doch ganz logisch. Ach so, okay, mach ich. Weißt du was? Jetzt haben wir unsere Putzfee für immer. Ja, du hast so recht. Was können wir heute essen? Ich habe schon einen riesigen Hunger. Keine Ahnung. Fertigpizza? Hä, aber wir haben doch keine Fertigpizza im Kühlschrank. Ja und? Wir haben doch unsere Dienerin. Die kann doch alles übernehmen. Ja, so machen wir's. Isabel, komm mal. Ich bin mit der Wäsche fast fertig. Ich habe die Wäsche leider nicht ganz geschafft. Ich habe erst angefangen. Egal jetzt, aber einkaufen musst du auf jeden Fall. Denn wir haben Hunger und es gibt leider keine Fertigpizza im Kühlschrank. Okay, aber ich bräuchte dafür Geld. Ja, ich gebe dir ja schon. Aber pass bitte darauf auf, nicht, dass mein Geldbeutel verloren geht. Ja, ich habe das ja schon gemacht. Beeil dich bitte. Ja. Diesmal kaufe ich hier ein. Hier gibt's auch ganz viele leckere Lebensmittel. Ach so, ich brauche nur noch eine Tasche. Jetzt aber. Okay, die Pizzen, die sind hier drin. Vielleicht kann ich noch irgendein leckeres Getränk dazu einkaufen. Oh, hallo, wie geht's dir? Wie ich sehe, machst du einen glücklichen Eindruck. Ja, ich habe jetzt eine neue Familie. Sie haben mich adoptiert. Wie, sie haben dich adoptiert? Ich dachte, sie hätten dich schlecht behandelt. Ach, das ist Schnee von gestern. Sie haben sich geändert. Und jetzt behandeln sie mich gut. Und wieso kaufst du jetzt allein ein? Ja, das mache ich ausnahmsweise, weil wir heute ja etwas zum Feiern haben. Naja, sie hätten dich aber begleiten können. Ach, hack da nicht rum. Das ist für mich schon okay. Ja, dann freut es mich, dass es dir gut geht. Vielleicht können wir uns ja verabreden. Hier, ich gebe dir die Telefonnummer von meiner Mama. Ich weiß zwar, dass du kein Handy hast, aber vielleicht findest du ja irgendwann die Möglichkeit, mich bzw. meine Mama anzurufen. Und dann können wir uns mal treffen. Ja, gerne. Das wird bestimmt klappen. Okay, dann danke. Tschüss. Tschüss. Lalala. Oh, ich habe jetzt schon einen riesen Hunger. Halt, noch nicht essen. Du hast ja noch was zu tun. Du musst doch noch unsere Wäsche zu Ende waschen. Das hast du ja nicht geschafft. Ja, aber das kann ich doch nach dem Essen machen. Nein, das machst du noch vor dem Essen. Aber ich dachte, wir essen doch zusammen, als Familie. Familie? Das glaubst ja nur du. Aber wir sind doch eine Familie. Ihr habt mich doch adoptiert. Und wenn ihr mich adoptiert habt, dann sind wir auch eine Familie. Das war doch nur ein Trick, damit wir eine Dienerin haben. Und jetzt haben wir offiziell eine Dienerin. Dienerin? Was? Ich dachte, ihr wolltet mich adoptieren, dass wir eine Familie sind. Das heißt, ihr habt mich die ganze Zeit reingelegt.
Ja, sei froh, du hast trotzdem ein Zuhause und was zum Essen. Viele arme Kinder haben das nicht, also sei mal dankbar. Was seid ihr für Menschen? Warum seid ihr so böse zu mir? Ich hab euch wirklich nichts getan. Ach, mach bloß nicht so auf unschuldig. Los, jetzt geh und mach die Wäsche. Danach kannst du sowieso deine Pizza essen. Okay. Allein essen macht wirklich gar keinen Spaß. Oh Mann, wie komme ich jetzt aus der Situation raus? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Ich muss an irgendein Handy rankommen. Denn ich habe ja jetzt schon die Telefonnummer von meiner besten Freundin Katharina. Also, beziehungsweise von der Mutter. Vielleicht kann ich ihr Bescheid sagen und vielleicht kommen sie mich dann retten. Okay, ich weiß wie. Mitten in der Nacht, wenn die beiden schlafen, dann schleiche ich mich raus und hole mir das Handy. Ich darf nur nicht einschlafen. Ich warte jetzt einfach hier. Ein paar Stunden später. Oh, gut, dass ich wach geworden bin. Okay, jetzt hole ich mir ganz schnell das Handy. Hallo, Nicole hier. Hallo, hier ist Isabel. Ich wurde von der Familie adoptiert. Ich wurde reingelegt. Sie haben an dem Tag, als ich adoptiert wurde, so getan, als ob sie mich lieb haben und haben mir auch Sachen gekauft. Sie haben einfach gespielt, dass sie meine Familie sind. Sie wollten einfach nur eine Dienerin aus mir machen. Mein Tag besteht nur aus Putzen, Wäsche waschen, Einkaufen und so weiter. Mehr Sachen kann ich nicht aufzählen, weil es so viele Sachen sind. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. So einfach ist es nicht, dich von dort wegzubekommen. Vielleicht musst du die Gelegenheit nutzen und entweder zur Polizei gehen oder nochmal zum genau gleichen Amt, dort wo auch die Adoption stattgefunden hat. Dann könntest du dort die Wahrheit erzählen. Ja, das werde ich versuchen. Vielen Dank für die Hilfe. Ach natürlich, alles gut. Ich helfe gerne. Danke. Am nächsten Tag. Also ich gehe wie jeden Tag einkaufen. Ja, mach. Du weißt ja schon, wo mein Geldbeutel ist. Ja, bis später. Stör mich nicht. Ich nehme eben kein Geldbeutel mit. Jetzt kommt die Wahrheit raus. Ja, herein. Hallo. Ich muss Ihnen etwas berichten. Ich muss Ihnen die Wahrheit sagen. Oh, um was geht es denn? Bist du denn nicht das kleine Mädchen, das vor kurzem adoptiert wurde? Ja, genau, die bin ich. Und genau zu diesem Thema muss ich etwas sagen. Sie wollten mich gar nicht adoptieren, denn sie haben mich einfach nur reingelegt. Und jetzt wollen sie eine Dienerin aus mir machen. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was zu tun ist. Oh je, Mene, das ist eine ernste Situation. Okay, ich werde Folgendes machen. Sobald sie das Haus verlassen, ruf mich bitte an. Und dann komme ich und versteck mich bei euch zu Hause. Und wenn ich dann bei euch zu Hause bin, werde ich mir genau anschauen, was bei euch zu Hause abläuft. Ich versteck mich dann irgendwo, wo sie mich nicht sehen. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, na dann, los geht's. So, ich bin gerade vom Zeitungsaustragen gekommen. Jetzt will ich überprüfen, ob du auch wirklich die Wäsche gewaschen hast. Aha. Ja, das habe ich. Und hast du dann die Wäsche geordnet? Ja, so halb. Sie war noch nass, deswegen habe ich einen Trockner eingeschaltet. Damit sie jetzt trocknen und danach wollte ich das tun. Hast du wenigstens den Boden geputzt? Ja, das habe ich gemacht. Und was ist mit Essen? Ja, zum Essen bin ich leider nicht gekommen. Aber du kannst doch selber kochen. Dazu habe ich keine Lust. Jetzt geh in die Küche und mach gefälligst für uns Spaghetti mit Tomatensoße. Ich möchte das in 20 Minuten fertig haben, denn ich habe schon einen riesigen Hunger. Aber warum soll ich das alleine machen? Lasst uns das bitte zusammen machen. Was? Zusammen machen? Du bist doch unsere Dienerin. Warum sollen wir dir überhaupt helfen? Du schaffst das schon alleine. Du kriegst dein Haus zum Schlafen und für uns wird geputzt und gekocht
und. Und dann sind wir quitt. Aber ihr habt mich doch adoptiert. Ihr wollt doch meine Familie sein. Wir haben dir doch schon erzählt, dass das einfach nur gespielt war. Ein Familienmitglied brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach nur jemand, der für uns den Haushalt führt. Aber das ist doch richtig gemein. Am Anfang habt ihr versprochen, dass ihr euch um mich kümmert. Ja, das machen wir doch, indem wir dir ein Dach über den Kopf geben. Eieieiei, zum Glück sehe ich das. Wie sind Sie hier reingekommen? Ja, Isabel ist zu mir hingekommen und hat mir von euren Machtschaften erzählt. Und ganz ehrlich, so ganz genau habe ich ihr das auch nicht abgekauft. Aber zum Glück habe ich mir jetzt ein Bild davon gemacht. Wie schrecklich ist es? Wie kann man ein Kind so behandeln? Also, ich habe Unterlagen mitgebracht. Also, jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie unterschreiben hier, dass die Adoption nicht mehr gültig ist, oder Polizei. Nein, ich will keine Polizei haben. Ich unterschreibe das hier. Ich habe eh keine Lust auf Sie. Schwester Herz, ich habe wieder eine 6 nach Hause gebracht. Oh, was geht denn hier ab? Isabel will nicht mehr bei uns sein. Ist das zu fassen? Oh, war ja klar. Und jetzt sollen wir diesen Zettel unterschreiben, dass die Adoption nicht mehr gültig ist. Oder Polizei. Hä, das ist doch klar. Dann natürlich unterschreiben. Jetzt los, mach! Komm mit, Isabel. Ja. Ja, und was machen wir jetzt? Wen kennst du überhaupt noch so? Leider lebt die Familie von meiner Mutter und die Familie von meinem Vater beide im Ausland. Ja, und meine Eltern sind ja gestorben. Aber jemand, den ich kenne, ist halt meine Freundin und ihre Mutter. Doch leider haben sie gar keinen Platz in ihrer Wohnung zum Schlafen. Ach, das ist doch gar kein Problem. Das können wir doch regeln. Wenn es keinen Platz gibt, dann könnte vielleicht eine größere Wohnung helfen. Hast du zufällig die Telefonnummer von der Mutter? Oh, ja, das habe ich. Genau hier. Na super, dann rufen wir einfach die Mutter an und schauen, was dann passiert. Hallo? Ja, hallo. Sie haben ja sicher schon von dem Vorfall mit Isabel gehört. Ah ja, stimmt, genau. Die Familie, die Isabel als Dienerin behandelt hat. Ja, genau, richtig. Also, es war so, dass ich dann hergekommen bin. Ja, und die einzigen Menschen, die Isabel kennt, seid ihr. Ich würde ihnen ein Angebot machen, nur die Frage ist, ob sie überhaupt Isabel aufnehmen wollen. Das tut mir wirklich leid. Ich würde so gerne Isabel aufnehmen, aber... Ja, ich habe zu wenig Platz in der Wohnung. Es reicht gerade mal für uns zwei. Aber Mama, es wäre so toll, wenn es möglich wäre. Dann bin ich gar nicht mehr allein. Aber wissen Sie was? Das ist doch gar kein Problem. Wenn es nur an der Wohnung liegt, dann finden wir eine Lösung. Hm? Was für eine Lösung denn? Okay, folgendes. Also, was zahlen Sie momentan für Ihre Wohnung? Ich zahle 700 Euro pro Monat für eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Dann machen wir folgendes. Ich suche Ihnen eine Drei-Zimmer-Wohnung und die Mehrkosten wird das Sozialamt übernehmen. Ist das ein guter Deal? Wären Sie einverstanden? Oh ja, über mehr Platz in der Wohnung würden wir uns auch freuen, weil die Wohnung ist wirklich klein. Und die Küche ist mini. Meine Tochter Katharina hätte dann endlich auch jemand zum Spielen. Und vor allem sind sie auch noch beste Freundinnen. Ich muss oft arbeiten, damit wir unser Leben finanzieren können. Und da muss ich sie halt immer allein lassen. Okay, abgemacht. Ich werde sie anrufen, sobald ich eine Wohnung gefunden habe. Okay, dann nehmen wir Isabel ausnahmsweise mit. Auch wenn es in der Wohnung gar keinen Platz gibt, finden wir sicherlich... für die paar Tage eine Übergangslösung, bis sie die Wohnung gefunden haben. Alles klar, das ist nett. Eine Woche später. Ich habe eine gute Nachricht, Isabel. Ich habe bei der Schule angerufen und die Lehrerin hat gesagt, dass es kein Problem ist, dass du so lange nicht da warst. Du kannst einfach direkt einsteigen und dann ist gut. Sie hat großes Vertrauen darauf, dass du den ganzen Stoff nachholen wirst. Du warst ja sehr gut in der Schule. Ja, ich freue mich. Das ist ja toll. Ja. Und Isabel, wirst du mir dann bei Mathe helfen? Denn ich habe ein paar kleine Probleme in Mathe. Ja klar, wir sind doch jetzt wie eine Familie, oder? Oh ja, aber dieses Mal ist es auch wirklich echt und nicht gelogen. Ja, ich bin einfach so glücklich. Ja, ich habe endlich das Thema verstanden. Na, das freut mich, dass du das Thema verstehst. Ich bin so froh, dass du jetzt bei uns wohnst.
Ja, das freut mich auch, denn ich habe eine sehr schlimme Zeit hinter mir. Ja, das hast du. Boah, ich hoffe, wir sehen die böse Lia nicht in der Schule. Oh doch, es könnte schon sein, dass wir sie sehen, denn unsere Schule geht ja leider bis zur 9. Klasse. Und wir sind in der 1., sie ist in der 5. Und ich habe sie schon mal da mit ihren Freundinnen herumlaufen sehen. Ich hoffe auch, dass ich ihre böse große Schwester nie wieder treffe. Oh ja, wenn wir es ihnen nur heimzahlen könnten, das wäre ja super. Aber ich habe leider gar keine Idee. Hoffentlich fällt uns noch was ein. Ah, Markus, schön, dich zu sehen. Komm doch rein. Hallo, Schwester. Komm, wir gehen rein. Aber warte kurz, ich muss dann noch die Kinder rufen. Alles klar, mach das. Katharina, dein Onkel ist da. Kommt. Onkel! Markus, ich hab dir doch schon einmal von Isabella erzählt, oder? Sie hat leider bei einem Unfall ihre Eltern verloren. Hallo Kleine, es freut mich wirklich, dich kennenzulernen. Und eins kann ich dir sagen, du bist wirklich tapfer. Obwohl du so etwas Schlimmes erlebt hast, machst du trotzdem so einen starken Eindruck. Das schafft wirklich nicht jeder. Dankeschön, das ist so lieb. Mein Traum wäre es, Polizistin zu werden. Davon träume ich schon jeden Tag. Oh, dann wirst du sicherlich eine sehr gute Polizistin. Oh, danke. Wow, also so vom ersten Eindruck gefällt mir eure neue Wohnung wirklich sehr gut. Danke dir, uns gefällt die Wohnung auch wirklich gut. Und hast du Lust, dass ich dir ein bisschen die Wohnung zeige? Na klar, das wäre toll. Onkel, kannst du uns irgendeine spannende Polizeigeschichte erzählen? Du hast nämlich immer so lustige Geschichten auf Lager. Vielleicht kannst du einfach irgendetwas erzählen, das so in den letzten Tagen passiert ist. Ja, ja, ja. Okay, lass mal überlegen, welche Geschichte könnte ich erzählen? Ah, ich weiß, eine Geschichte, die vor ein paar Tagen passiert ist. Es geht um die dümmsten Räuber der Welt. Ja, 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 wir sind gespannt. Okay, es war so. Siggi, es hat uns sehr viele Tage gekostet, diese Bank zu studieren. Ja genau, wir mussten ja schließlich gucken, um welche Zeiten die Arbeiter genau kommen. Sonst kommen wir am Ende genau zu dem Zeitpunkt, wo die Arbeiter gerade arbeiten. Das wäre ja nicht gut. Wir wissen jetzt alles über die Bank. Ha, ja, Siggi, du hast so recht. Wir wissen, wann die Alarmanlage angeht, wie wir die Tür aufmachen können oder wie das Licht angeht und so weiter. Wir sind bereit. Okay, lass uns beginnen, die Tür aufzuknacken. Oh Mann, die Tür zu öffnen war ja kinderleicht. Ja, mal sehen, ob es auch der Fall mit dem Tresorraum ist. Oh, Siggi, schau mal, hier liegt schon Geld, ohne dass wir den Tresorraum öffnen mussten. Willi, komm jetzt, dafür haben wir gar keine Zeit. Wir wollen doch richtig viel haben und nicht sowas Weniges. Stimmt, du hast recht. Okay, Willi, ich halte Wache und du werkest hier dran herum, damit wir dieses Tresor geöffnet kriegen. Alles klar. Oh mein Gott, Siggi, komm mal schnell. Ich glaube, wir sind reich. Wow, das ist ja mal mega cool. Ich glaube, wir haben etwas zu wenige Taschen. Egal, lass uns die 4 Taschen einfach vollpacken und dann wird das schon gut gehen. Als du mich gerade gerufen hast, da habe ich dir nicht mal geglaubt, dass so viele Sachen hier drin sind. Aber jetzt hast du es bewiesen. Oh Mann, ich kann es kaum abwarten, dieses ganze Gold und Geld in meine Taschen zu befüllen. Lass uns beginnen. Oh Mann, das Tresor hat sich geschlossen und wir kommen gar nicht an den Code von draußen dran.
Und sobald wir das Laser berühren, dann können wir uns stark verletzen. Denn Laser ist ja sehr gefährlich. Oh Mann, Siggi, wir sind sowas von erledigt. Oh ja, das kannst du laut sagen. Mist, wir haben an alles gedacht. Warum musstest du nur hier reinkommen, Siggi? Du solltest doch draußen Wache halten. Ja, warum hast du mich überhaupt gerufen? Du musstest ja so übertreiben, was es hier gibt. Und da war ich einfach neugierig. Hättest du mich nicht gerufen, wäre das nicht passiert. Ich wollte halt auch unbedingt schauen. Ja, toll gemacht. Du wirst jetzt noch genug in die Leere schauen, wenn wir im Gefängnis sitzen. Mist, wir waren so nah dran. Wir haben die Tür geknackt, das Tresor geknackt. Dann haben wir uns mit der Bank beschäftigt, um wie viel Uhr die Leute kommen und überhaupt zu welchen Zeiten die Leute da sind. Oh nein, ja toll, wir werden jetzt hier übernachten. Und morgen holt uns die Polizei ab. Was haben wir nur getan? Oh. Ja, und am nächsten Tag kamen die Bankleute und haben die Diebe im Tresorraum gesehen. Anschließend haben sie die Polizei angerufen, dann kamen wir und haben sie geschnappt. Wie hießen sie nochmal? Sie hießen Siggi und Willi. Sie haben voll die lustigen Namen. Ja, die Geschichte, die war ja auch ganz lustig. Markus, darf ich dir eine Frage stellen? Aber klar doch, hau raus. Was mag die Polizei eigentlich so gar nicht? Also, wir mögen es gar nicht, wenn man Telefonstreiche macht. Also, wenn jemand anruft, aber gar nichts zu melden hat. Wenn so etwas passiert, speichern wir die Nummer und dann wissen wir, wer das war. Und dann kriegt der oder diejenige immer riesigen Ärger. Wir sprechen dann ein ernstes Wörtchen mit der oder demjenigen. Oder in manchen Fällen gibt es sogar auch Strafen, wenn es schlimm gewesen ist. Und warum fragst du eigentlich? Es gibt da so ein böses Mädchen, die ist auf unserer Schule. Und das ist die kleine Schwester von diesem über 18-jährigen Mädchen, das mich adoptiert hat. Also ich habe bei denen gelebt und die haben mich so schlecht behandelt. Und deswegen würde ich es dem Mädchen, die auf unserer Schule ist, gerne heimzahlen. Sodass sie auch mal das Gefühl kriegt, reingelegt oder schlecht behandelt zu werden. Ja, wenn wir einen Anruf bekommen, obwohl sie nichts zu melden hat, dann wird sie eingeladen. Oder noch besser, wir gehen selbst hin und holen sie uns dann persönlich ab. Direkt zum Revier. Katharina, jetzt haben wir einen Plan. Wir müssen nur überlegen, wie wir es am besten umsetzen können. Ja, das werden wir morgen in der Schule überlegen. Am nächsten Tag. So, guten Morgen, ihr Lieben. Na super, dass ihr jetzt schon weiterarbeitet. Dann will ich euch mal nicht stören, damit ihr genug Zeit habt, um das fertig zu kriegen. Okay, Katharina, wie glaubst du, kommen wir an ihr Handy, damit wir dann die Telefonstreiche mit der Polizei machen? Weißt du was? Am einfachsten ist es im Sportunterricht. Wir müssen einfach nur schauen, ob sie dort, wo wir Mittagspause haben, auch Sportunterricht haben. Und dann schleichen wir uns kurz in den Umkleideraum, dort, wo ihre Sachen liegen, du weißt ja, wie sie heißt. Und dann klauen wir ihr Handy und können es durchführen. Abgemacht, so machen wir es. Ein paar Stunden später in der Mittagspause. Okay, wie heißt sie denn überhaupt? Sie heißt Lia. Okay, fangen wir mal an zu lesen. Hier nicht. Hier auch nicht. Ah, hier steht Lia. Lass uns jetzt nochmal anrufen, damit man mehrere Anrufe sieht. Jetzt schnell weg hier. Hallo, ich wollte nur mal sagen, heute haben wir sehr viele Anrufe gekriegt. Das ist bestimmt jemand, der uns Streiche spielt. Das Überwachungssystem sagt, dass sich das Handy, mit dem angerufen wurde, hier in diesem Raum befindet. Also, wer hat bei der Polizei angerufen und Telefonstreiche gemacht? Okay, gut. Wenn ihr das nicht sagen wollt, dann werde ich einfach die Nummer anrufen, die ich abgespeichert habe. Dann finden wir es halt so heraus.
Das Handy, das klingelt, wird uns verraten, wer der Täter gewesen ist. Aha, wem gehört dieser Rucksack? Ja, mir gehört das. Okay, du kommst jetzt mit zum Revier. Ja, aber ich hab doch gar nicht mal angerufen, hä? Ja, das klären wir noch. Jetzt komm. Viel Erfolg. Ja, danke. Isabel, was machst du denn hier? Ja, ich genieße gerne das Theater, was jetzt passieren wird. Aha. Okay, also, was machen wir jetzt mit dir? Wie heißt du überhaupt? Ich heiße Lia. Sie müssen mir glauben, ich habe wirklich nicht angerufen. Ich würde sowas niemals tun. Ja, aber dein Handy sagt was anderes. Schau mal. Hier, du siehst so viele Anrufe. Mein liebes Fräulein, das geht wirklich nicht. Ich kann mir wirklich gar nicht vorstellen, wie das passiert ist. Ich bin unschuldig. Es ist unfair. Vielleicht hat mich nur jemand reingelegt oder so. Ich weiß es nicht. Unfair? Hast du denn in der letzten Zeit nichts Unfaires gemacht? Ich? Nein, auf gar keinen Fall. Warum fragen Sie sowas? Bist du dir da wirklich sicher? Du hast gar nichts Unfaires gemacht? Nein, hab ich nicht. War das nicht unfair, wie ihr mich reingelegt habt, dass ihr mich anscheinend adoptieren wollt? Und ich dachte auch noch, wir wären eine Familie. Und im Nachhinein hast du mir selber gesagt, dass das gelogen war. Ihr habt einfach nur eine Dienerin gebraucht und das sollte ich dann sein. Ach ja, das ist doch Schnee von gestern. Nee, Lia, das ist nicht Schnee von gestern. Es ist erst vor ein paar Wochen passiert. Für mich war das ganz, ganz schlimm und mega unfair. Ach ja, so schlimm war es doch nicht. Du hast gerade gesagt, wie unfair das ist. Aber das, was ihr mit Isabel gemacht habt, oh, das war einfach nur schlimm. Mehr als schlimm. Und besonders, wenn so ein kleines Mädchen ihre Eltern verliert und ihr sowas macht. Das zeigt einfach nur Gefühl, null Barmherzigkeit. Nichts. Ja. Eins möchte ich von dir hören, dass du so etwas nie wieder tust. Ja, ich verspreche es. Aber nicht nur du, du musst es auch deiner Schwester sagen. Wenn ich jemals mitbekomme, dass sie irgendetwas macht, was nicht in Ordnung ist, dann werde ich dich wiederholen. Aber nicht alleine, sondern diesmal mit deiner Schwester. Nein, 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 ich werde es nie mehr wiederholen. Und meine Schwester auch nicht. Ich habe jetzt verstanden, wie es ist, unfair behandelt zu werden. Na gut, dann nimm jetzt dein Handy und ich will dich hier nie wieder sehen. Ja, danke. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Jetzt bin ich glücklich zu wissen, dass sie es eingesehen hat, dass es falsch war, was sie getan hat. Ach, das habe ich doch gern gemacht.